Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wir sind hier in den Drachensaal, hieß es, glaube ich, gegangen. Moment, schauen wir da einfach mal nach. Drachenfeste, okay, nicht ganz, aber gar nicht mal so weit daneben. Und ja, das ist der erste Part, den ich leider mit meinem alten Headset aufnehmen muss. Der eine oder andere, der das Infovideo schon gesehen hat, weiß, was Sache ist. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen, bevor wir handeln sollten. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Oh. Ich habe Nachricht von Helden über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Okay, das hört sich gut an. Ich frage mich jetzt gerade nur, was der andere hatte, mit dem zu bereden. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Oder der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Das werden wir mal nehmen. Bei Ismir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelit, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Oh, eine Rüstung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay, dann folgen wir dem mal. Aber eigentlich wollte ich den anderen Typen gerade anquatschen. Na gut, müssen wir später machen. Denn dem sollten wir die Waffe geben, die die Schmiedin hier uns überlassen hatte. Und dort ist der Magier... Wollen wir doch mal mit dem sprechen? Ich quatsch den einfach mal an, würde ich sagen. Oder warte ich... Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Sehr gut. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Die haben wir, glaube ich, schon, oder? In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Jo, ganz einfach. Haben wir nämlich schon abgeschlossen. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Gut, und was ist mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Na gut. Also, wir reden aber nochmal mit ihm weiter. Vielleicht können wir noch eine Quest... Ich frage mich, warum Irelit so aufgeregt ist. Nee, leider nicht. Boah, dieser Altar sieht ja mal cool aus hier. Benutzen, Akana. Ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Was?
Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Jetzt wird's interessant, Leute. Dann mal los. So, und mir wurde auch doch mal gesagt, dass ich doch bitte mal sprinten sollte, wenn es sich denn so ergibt. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war Vater sicher, sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu Gute trainieren. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Wartet! Gut, ich kenne enttäuscht euch mich doch. Nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Sehr gut. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Nice. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde okay, was hat uns eben Eisenhelm der geringen Wiederherstellung hinzugefügt? Nein. Sehr gut, also. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irelet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Ja. Okay, wir sollen mit ihr gehen. Allerdings werde ich nochmal schnell... wo geht's hier nochmal hin? Drachenfeste Großstufe. Hier werde ich mal eben reingehen, denn ich will dem Typen nochmal schnell die Waffe geben, die wir ja bekommen haben. Und wo uns aufgetragen wurde, die weiterzugeben. Und dem will ich gerne nachgehen. Da vorne ist der auch. Das ist der Avenici oder wie er hieß. Dem sollten wir das geben. Und wow, ist das eine geile Tafel hier. Also hier, wer hier speisen darf, der hat es wirklich geschafft. Da unten sind die Ländereien. Sieht man leider nicht ganz so viel. Ja, doch ein paar. Das da hinten ist, glaube ich, der Hof, bei dem wir schon mal waren. Und aus welcher Richtung waren wir gekommen? Ich glaube, von dort sind wir irgendwo gekommen. Na gut, wir quatschen erstmal mit dem Typen hier und geben ihm die Waffe. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Eieiei, wir können ja ein Haus für 5000 Goldstücke kaufen. So viel haben wir aber leider noch nicht. Ich habe ein Schwert für euch von eurer Tochter. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Joa, sehr gerne. 20, wow, doch so viel. Kannst du mal sehen. Aber immerhin wieder eine Quest abgeschlossen. Und dann gehen wir erstmal weiter. Ich werde jetzt erstmal schauen, wie es mit unserer Bekleidung aussieht. Da haben sie uns doch den Eisenhelm der geringen Wiederherstellung gegeben. Der macht ein bisschen weniger Rüstung. Aber Wiederherstellungszauber kosten 12% weniger Magika. Nö, die nutzen wir eh selten. Würde ich gerne nutzen, wenn ich den noch verbessern kann. Können wir ja einfach mal schauen. Waffen hatten wir doch nichts mehr bekommen, oder? Nö. Gut. So, jetzt werde ich hier erstmal rausgehen und diesen Altar nochmal genauer untersuchen. Wartet! Ich kenne euch doch. Nein, mich kennt hier niemand. Ich weiß gar nicht, warum die das immer sagen. Eieiei. Bestimmt noch von der Hinrichtung ist das gemeint, dass die hier
unser Gesicht kennen und der ein oder andere uns vielleicht doch lieber tot sehen würde. Aber nicht mit mir, meine Freunde. Ich weiß mich zu wehren und ich weiß mich zu verteidigen. So, ich werde jetzt hier reingehen. Dann hoffe ich mal, dass ich das Teil benutzen darf, ohne dass ich auf die Finger kriege von ihm. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Ja, ich beneide mich auch. Nachher bin ich wieder tot. Also, Arkanverzauberer benutzen wir doch mal eben. Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstein für die Verzauberung besitzen. Ui. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Okay, erstmal wollen wir doch mal schauen. Ein Gegenstand, zum Beispiel, würde ich gerne unseren Stahlkriegshammer nehmen. Dann Verzauberung haben wir gar nichts. Toll. Und Seelensteine haben wir, winzige Seelensteine. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Entzaubern. Ah. Wähle einen Gegenstand zum Zerstören aus, um dessen Verzauberung zu erlernen. Oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Das heißt, ich könnte das Diadem zerstören, um Illusionszauber billiger zu machen. Oder diesen Helm, um Wiederherstellungszauber weniger Magiker kosten zu lassen. Ich würde mal sagen, das lohnt sich hier eigentlich gerade noch nicht so wirklich. Obwohl das mit dem Wiederherstellungszaubern schon nice ist. Aber wenn ich den jetzt... Also das ist mir zu viel wert eigentlich. Und Illusionszauber nutzen wir ja gar nicht. Aber wir hätten diese Waffe mal behalten sollen mit der Eisverzauberung. Mist. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich arschteuer, wenn wir uns die nochmal wieder kaufen. So, wir werden aber jetzt erstmal... Nee, so nicht. So fortfahren hier. Und dann wollen wir doch mal schauen, welche Waffe habe ich eigentlich gerade ausgerüstet. Den Bogen. Sehr gut, weg damit. Und dann gehen wir nach Weißlauf und schauen doch mal, was jetzt der Drache hier im Schilde führt. Eieiei, da bin ich gespannt, ob er hier wirklich die Stadt angreift und die nächste Stadt hier gleich dem Erdboden gleich gemacht wird. Das wäre natürlich sehr fatal. So, unser Questziel ist irgendwo dort hinten am anderen Ende der Stadt. Und ja... Wir müssen diese Stadt hier eh nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben ja noch gar nicht so viel gesehen hier. Und wir könnten auch mal rennen. Geht zwar unsere Ausdauer weg, aber wir sind natürlich um einiges schneller. Ich überlege gerade, bei der Schmiede musste ich jetzt noch die Quest abgeben? Nö, oder? Oder mal schauen. Die Quest war, glaube ich... Nee, so nicht. Ab ins Journal. Erkunde die Bahnakademie, bliblablub. Nö, wir haben eigentlich nur noch hier den Aufstieg des Drachen momentan am Laufen. Obwohl, Moment... J muss ich doch drücken. Hier haben wir doch auch irgendwas aktiv. Oder nicht? Die kann erstmal weg, die Quest. Also, ich will jetzt hier die hier. Ich will den Typen treffen. Dafür müssen wir natürlich hier Weißlauf erstmal wieder verlassen. Oh mein Gott. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier draußen erwartet. Der erste Kampf gegen einen Drachen... Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht, denn wie ihr wisst, dieses Let's Play ist ja blind für mich. Und... So, wo sind wir jetzt? Mal schauen. Uiuiui, ganz ruhig Spiel. Ganz ruhig. Jetzt haben wir hier so einfach nur Steine. Warum werden mir jetzt zwei Markierungen angezeigt? Wahrscheinlich ist das eine... Nee. Bewegt sich da irgendwas? Nicht, dass jetzt hier der Drache kommt oder so. Also, wir werden hier erstmal rausrennen. Bin schon ordentlich am Rumstratzen hier. Sollte vielleicht aber auch ein bisschen Ausdauer nochmal behalten, falls es gleich wirklich hier zum Showdown kommt. Also, die eine Markierung da bewegt sich recht zügig fort. Nicht, dass das der Drache ist, Leute. Könnten ja mal eben auf der Map schauen. Wo die... Nee, ich will die Weltkarte haben. Ah, okay, hier haben wir beide Dinger. Und das ist der westliche Wachturm scheinbar. Ja, na gut, dann mal auf. Ach, da vorne, da sind sie, glaube ich. Das sind die Leute, die hier... Die Soldaten, die mit in die Schlacht ziehen. Da werde ich doch einfach mal hinterherrennen. Leute, wartet auf mich. Gemeinsam sind wir stark und ich habe keine Ausdauer mehr. Uiuiui, regeneriert sich ja zum Glück wieder. Und, Blumen müssen immer eingesammelt werden. Wir sind doch hier so ein... Blumenmarie, könnte man sagen.
Oh, haben wir jetzt gleich schon den Wachturm erreicht? Ah, ja. Soll ich es nicht lieber spannend machen, Leute? Doch, ich soll es spannend machen. Oder? Ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder und dann können wir schauen, was passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich auch freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Euch noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Ciao.